So, willkommen zurück. Ich hoffe, ich kann das jetzt endlich gescheit mal aufnehmen, weil vorhin hatte ich schon zweimal versucht oder dreimal sogar und es ist dann immer wieder mit 3 FPS hängen geblieben, das Spiel, und dann musste ich sozusagen beenden. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Also ich hatte gerade hier noch Samise Getusa eingenommen. Jetzt schalte ich noch die FPS ein, damit ich sehe, was da passiert. So, in Petrodova. Gut, brauchen wir einfach nur nächste Runde wieder Geld, damit wir da weitermachen können. Wir gucken jetzt gerade mal nach unserer Armee. Die wird hier erst noch rekrutiert. Ja, und hier unten sind wir ziemlich verloren. Oder besser hier oben. Da müssen wir erst noch die Armee nachziehen. Genauso wie in Spanien haben wir heftig Probleme. Und hier auch. Gut. Ja, den Bürgerkrieg haben wir auch bald gewonnen. Das ist wenigstens eine positive Sache. Und hier rechts, ich weiß nicht. Ja, da lassen wir es bisher einfach alles so bleiben, wie es ist. Gut, da müssen wir mit der Armee dann nochmal gleich zurück. Oh, das ist ja kein Problem, da holen wir uns die Stadt einfach gleich wieder. Athen ist ja jetzt nicht wirklich große Fraktion hier gerade, die haben wir jetzt richtig verkleinert, und da hinten sind allerdings noch Sparta und so, da müssen wir ja auch noch vorstoßen. Ja, das ist jetzt hier in... Da haben wir keine Chance. Ja, das ist jetzt Großbritannien hier halt. Da hatten wir schon oft unsere Probleme mit unseren Armeen. Da hatten wir schon jetzt, glaube ich, 2 Stück verloren. Einmal auf See, einmal an Land. Oder zweimal auf See, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schon harter Brocken auf jeden Fall da oben. Und da haben wir jetzt ja noch eine zweite Armee gegründet, die dann dort gleich dann in 3-4 Runden hochmarschieren wird. Und solange müssen wir eben da Moridunum da oben halten. Und das wird recht schwer, denke ich mal. So, ich hoffe, die beeilen sich jetzt mal ein bisschen hier. Und jetzt noch die Sklaven und dann sind wir endlich dran. Gut. So. Ein edler Tod. Männer Bürgerkrieg wollen beendet. in Erinnerung bleiben, ihre Spuren hinterlassen und es den Göttern gleich tun. Nur die Starken erlangen Unsterblichkeit. Ja. Sehr schön. Gaius Julius Caesar ist gestorben in Alexandria. So, jetzt können wir Haus der Cornelia andere Häuser oder Haus der Junior. Nehmen wir Haus der Junior mal. Und hier bilden sich jetzt überall Elendsviertel. Müssen wir gerade mal abreißen. Lassen wir jetzt gerade erstmal so. Ich erwarte eure Befehle. Sind da jetzt alle Armeen weg vom Bürgerkrieg? Jawohl, eigentlich schon. Das ist gut. Ich würde sagen, hier die greifen wir noch an, die Noriker. So seid ihr. Die waren ja unsere Verbündeten oder Klientelkönigtum. Praktisch, aber
wir wollen jetzt einfach die Siedlung und dann somit auch die Provinz. Ja, perfekt. Ich erwarte weitere Befehle. Rang 4 sind wir jetzt mit unserem General. Welcher General ist denn das? Weiß man jetzt gar nicht. Das hört sich gut an, plus 2 Nahkampfangriff und plus 2% Geschwindigkeit beim Schießen oder was das war. Ein paar Tripper war auch. Bauen wir auf jeden Fall mal hier schön Nahrung und geweihten Boden rein. Und ein Aquädukt. Und ein Ausbildungsfeld noch. Und können wir ja noch eine... Nochmal ein Tempel. Sind wir auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Ah, ich weiß ja nicht. Ne, lass mal erstmal, das wird dann noch gebaut. Das sind die Gauten, mit denen sind wir ja eh schon im Krieg. Mal schauen, ob wir die Schlacht spielen werden. Ja, ich würde sagen, die Schlacht spielen wir. Haben wir auch bald hier wieder eine neue Siedlung dazu gewonnen und einen Schritt näher sind wir dann in Richtung Armenien. Wir müssen ja die Provinz auf jeden Fall einnehmen für den Kampagnensieg, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. So, das wird dann ein kleines Dorf wieder sein. Wahrscheinlich wieder am Gebirge oder so. Aber das werden unsere Kohorten sicherlich packen. Gut, trocken. Starten wir unsere Aufstellung. Wollen wir da von zwei Seiten kommen? Ich würde sagen ja. Oder sogar vielleicht von drei Seiten. So. Dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass wir die hier besiegt bekommen. Denke ich mal. So, dann haben wir noch zwei Praetorianische Garde hier. Legionäre! Dann können wir noch eine hier dazu packen. Und noch eine hier hinten. Jetzt ist nur die Frage, wir haben ja noch zwei Kavallerie, wo packen wir die am besten hin? Hier vorne oder hier hin? Würde ich doch glatt sagen, hier vorne. In fliegende Kallformation! Den General lassen wir da stehen. So. Männer, ich verlange nicht mehr von euch, als ich selbst leisten würde. Ich fordere euch auf zu kämpfen! Offensive Schildkröte. Dann stellen wir uns mal da vorne auf. Schnelles Marschieren! Deutsche Römer!
Na, den britannischen Garde nehmen wir mal noch nicht mit. Die stellen wir lieber da hinten ran. Doppelte Geschwindigkeit! Und ja, auf jeden Fall auch dasselbe. Dass wir da schnell hochkommen. Die Britannier lassen wir langsam marschieren und die auch. So, da haben die sich scheinbar ganz schön verbarrikadiert davon. Hier haben sie sehr schwere Speerinfanterie. Und dort hinten mittlere Speerinfanterie und den Rest haben sie alles hier vorne vollgepfropft mit irgendwelchen Bogenschützen und sonstigem Gedöns. Aber ich denke mal, das packen wir ganz gut. Legionäre, ich bin glücklich, um zu dienen. Da werden wir einfach vorrücken und dann werden wir da locker gewinnen. Genau, hier dasselbe, da greifen wir mit zwei Kohorten an hier. Jetzt verbanken sie aber ineinander hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da fallen schon die ersten hier. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus, wie die da kämpfen. Die restlichen Truppen dürfen hier gerade warten. Legionäre! Schnell vorrücken! Für die Götter! Prätorianische Garde! Ja, und die rücken einfach auch weiter nach vorne. So. Warum hängt es so leicht? Das ist echt mies. Warum? Naja, da hatte ich gestern bei der Aufnahme Mr. Kugel bessere FPS als jetzt hier. Natürlich dann schon merkwürdig. Aber anbrennen tut er ja nichts, also... Jo, jetzt wird hier erstmal gestürmt. Legionäre! Angreifen! Huch, was machen die denn? Wir erwarten eure Befehle! Legatus! Wir rennen einfach zurück. So, ich werde jetzt hier erstmal richtig reinpreschen. Huch, was machen die denn hier? Mitten in Kampf-Action. Würde ich sagen, eilen wir mal schnell zur Hilfe. Und das war wirklich eine sehr gute Idee, von allen Seiten anzugreifen. Ich glaube, sonst hätten wir das nicht so gut hinbekommen. Wir können ja mal versuchen, mit der Kavallerie noch ein bisschen mitzumischen da vorne. So, die rennen mir jetzt hier weg, das ist natürlich nicht gut. So, gut, jetzt kämpfen sie wieder alle.
Und das sieht doch wirklich ganz gut aus. Jupiter gibt uns Kraft. Nur irgendwie... Nee. Wir wollen nur die beiden Kavallerieeinheiten wieder weg haben. Ja, das war doch ein sehr schneller Sieg. Und obwohl die Feinde doppelt so viele waren, haben wir doch wirklich... Ja, das ist einfach die militärische Überlegenheit praktisch von den jeweiligen Einheiten. So, dann besetzen wir das Ganze. Moment, ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Okay, passt. Haben wir noch Zeit. Auch hier müssen wir wieder abreißen. Wir bauen das lieber von Grund auf individuell dann auf. Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. So, da hinten ist noch die letzte... Siedlung sozusagen, die wir hier für die Provinz dann brauchen. Und da finde ich, haben wir uns doch ganz gut geschlagen. Na, bauen wir noch irgendwo schön hier die Nahrung und so weiter Wirtschaft aus, damit wir auch schön hier weiterhin Einkommen bekommen. Ja, warum haben wir jetzt nur noch hier 8000? Weiß man nicht so genau. Ja. Jetzt schauen wir hier oben gerade nochmal vorbei. Die haben sich eigentlich alle ziemlich erholt. Rekrutieren können wir da eh nichts. Bauen auch nicht. Das dauert noch 4 Runden, bis wir die Armee fertig haben. Und hier unten fehlen uns halt die ganzen Siedlungen, die wir hier mittendrin in Spanien verloren haben. Die fehlen uns da wirklich als Einnahmequelle. Aber das sollte kein Problem sein, die haben wir gleich wieder erobert und dann läuft das Ganze wieder gut. So, jetzt sind wir mit dem General schon auf Rang 7. Nahkampfabwehr ist immer gut. Das Teil bauen wir da einfach um, so. Hier gehen wir auch wieder zu Gadera. Die nehmen wir auch wieder ein. Die haben wir ja letztens verloren gehabt. Knapper Sieg wäre das. Ja, da habe ich jetzt keine Lust, das zu spielen. Weil da waren wieder Schiffe dabei und da weiß man nie, wie das dann ausgeht. Kommandant! Gut, dann müssen wir das wieder abreißen hier. Den ganzen Müll. So. Was sind hier eigentlich noch für Länder? Getula sind hier noch. Und afrikanische Rebellen. Oh. Die afrikanischen Rebellen hier links. Da könnte ich mich ja mal mit der Armee hier auf den Weg hin machen. Und mir die holen. So eine ganz schlaue Idee. Dann haben wir noch die punische Rebellen haben wir hier oben. Natürlich interessant, die könnte ich mir dann auch holen, aber alles zu seiner Zeit, nicht wahr?
Wir müssen ja hier erstmal Konsens ja uns noch zurückholen. Da hatten wir auch Probleme und da haben wir auch zwei Armeen stehen. Die kann ich da auch wieder zurückholen. Ja, sehr schön. Die Legio Africana, die ist jetzt auf Rang 8. Das heißt doch mal was. Ja, perfekt. Minus 20 Baukosten oder plus 2 Nahkampfangriff. Das ist alles supi. Mit der würde ich dann hier doch noch versuchen, hier rüber zu kommen praktisch. Und mit denen, was machen wir da jetzt? Wir hatten doch hier irgendwo... Ah, genau da hinten. Pella hatten wir verloren. Das holen wir uns gerade wieder. So. Wir rücken wir nämlich jetzt weiter nach unten. Richtung Süden, da ist ja noch Sparta und die ganzen Leute da. Und da können wir jetzt überall gar nichts machen eigentlich. Ja, dann nehmen wir die Pundisum-Armee und reisen mal hier runter. Genau hier an Land. Und dann greifen wir Sparta hier an. Von den spartanischen Rebellen und eben die Athenai. Also Athen, was auch von Sparta in Besitz ist. Allerdings hier unten da Richtung Ägypten, Afrika, da haben wir echt Probleme hier. Da muss ich mal mein Geld nächste Runde ausgeben unbedingt. So, was ist hier eigentlich los, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist? Warum? Oh, weiß man jetzt nicht so genau. Wir müssen noch eine Tradition zuteilen. Das ist diese hier. Die bekommt plus 6 Nahkampfangriff und plus 9 Waffenschaden durch alle Nahkampfeinheiten. Das ist wirklich sehr gut. Ja, das ist jetzt echt krass, wie groß das Römische Reich jetzt sich hier ausgebreitet hat. Echt eine große Sache jetzt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welchem Jahr wir gerade sind. Ein Handelsabkommen mit den Karthiliern. Sind in der ganzen Welt bekannt für den Reichtum, den sie bringen. Warum sollte das in eurem Land anders sein? Ja, können wir mal vorerst machen. Ja, super, da können wir uns mal wieder nicht wehren. Aber da ist ja unsere Armee eigentlich gerade unterwegs, da zu helfen. Rückzug! Schaffen wir das, Pyrrhus-Sieg? Ja. Müsste klappen. Sind noch wahrscheinlich sogar noch welche übrig geblieben. Ist natürlich komisch. Sollen wir auf ein anderes herumhacken? Ja, wollen wir. Ich will nämlich eine Siedlung haben. Gut. Ja, da haben wir zwei Armeen. Dann können wir uns das locker wiederholen. Wo ist das denn jetzt? Auf jeden Fall nichts mehr bewirken. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwo ganz im Osten. Ja, genau, ganz im Osten, aber da haben wir auch drei Armeen rumstehen. Die können sich dann gleich drum kümmern. Eine ist auch gerade
auf dem Weg nach Thoros. Mal über die Zukunft. Über die Zukunft der Römischen Republik. Robert erfährt, dass die größte Partei dieser Familien angeführt wird und glorreich über die Welt regiert. Die machthungrigen Prinzenfilme haben versagt, der Glanz und die Standfestigkeit der Römischen Republik, warum werden nicht mehr... Machen wir das Imperium? Würde ich mal sagen. Und schauen wir hier gerade nochmal rein. Ja, bringt nichts. Immer noch so wie vorher. Aber... Hier von wegen... Genau, wir werden auf jeden Fall mal für Belagerungswerkzeugs hier unbedingt erforschen müssen. Hoffentlich die Gauten erwischen wir hoffentlich noch, dass die nicht flüchten. Jawohl. Sehr schön. Weil die hätten uns da oben auf jeden Fall noch ein paar Provinzen weggenommen. Dann haben wir doch das Problem lieber jetzt schon beseitigt. Dann können wir ja auch gleich hier weiter Richtung Petronovia. Ne, Petrodava. Aber wir hätten doch hier noch viel mehr Armeen rumfahren. Genau, die hier. Da wollten wir noch Segestia uns krallen. Jetzt ist die Frage, wie viel Uhr es ist. Ja, schon 26 Minuten, dann müssen wir da wohl auch einen automatisches Gefecht hier spielen kurz. Und dann verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, dass wir nächste Runde noch ein paar mehr Gefechte spielen können, wo dann die FPS-Zahl nicht so niedrig ist. Und ja, weil es war echt nervig. Praktisch, dass wir da jetzt so gar nichts machen konnten. Und hier reißen wir gerade nochmal ab. Jo. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben jetzt 18.000 plus. Also wir bekommen jetzt jede Runde 18.000, das ist hammerhart. Und mit der Nahrung müssen wir auch nochmal gucken. Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüssi.